Kolleginnen und Kollegen, wir werden jetzt mit einem aufrechten Gang in diesen Betrieb zurückgehen. Und das tut uns alle sehr, sehr gut. Hier im Herzen, aber auch hier im Kopf. Und ich würde es mal bitten, dass die Kameraleute mal aufs Werksgelände gehen, auch wenn sie das nicht dürfen. Ja? Geht mal aufs Werksgelände. Ich müsste mich aber jetzt entschuldigen, seid mir nicht böse, aber ich muss in die Betriebsratssitzung. Wir haben die Anhörung bekommen, jetzt für 120 Kündigungen. Und die müssen wir jetzt behandeln und müssen unsere Meinung dazu abgeben. Wie geht es dir dabei? Beschissen. Absolut beschissen. Ich habe seit gestern Abend Magenschmerzen, aber heftige. Ja. Aber trotzdem, wir müssen da durch, ja. Also, macht's gut. Im Wiesbadener Stadtteil Schierstein befindet sich das ehemalige Glykowerk. Heute ist das ein Standort des weltweiten Federal Mogul Konzerns. Das Werk ist ein wichtiger Zulieferer der Automobilindustrie. Glyko produziert Gleitlager für die Kurbelwellen in den Motoren. Das Werk Wiesbaden hatte in seinen Spitzenzeiten 2300 Beschäftigte. Zu Beginn des Jahres 2009 waren es rund 1600. Im Krisenjahr 2009 handelte der US-amerikanische Konzern wie befürchtet, Hire and Fire. Schon im Vorjahr mussten 166 Befristete gehen. Der Nachfragerückgang in der Automobilindustrie veranlasst die Geschäftsführung von Federal Mogul nun, eine Zahl auf den Tisch zu legen. 436 Entlassungen sind geplant, das ist ein Viertel der Belegschaft. Betriebsrat und IG Metall argumentieren dagegen. Es gibt andere Möglichkeiten, die Krise zu überbrücken. Kurzarbeit und Qualifizierung. Und man kann die Zeit für Innovationen nutzen. Die Kündigungsabsichten müssen drastisch reduziert werden. Aber die Zielzahlen werden in den USA gemacht. Da bleibt die Geschäftsleitung knallhart. 436 sollen im ersten Halbjahr 2009 gehen. Betriebsrat und Belegschaft widersprechen. Das muss anders gehen als mit fantasielosem Abbau. Jeder Arbeitsplatz hat ein Gesicht. Die Argumente werden wieder ausgetauscht. Die Kolleginnen und Kollegen statten der Geschäftsleitung einen überraschenden Besuch ab. Die Geschäftsführung bleibt bei ihren Zielen. Die Belegschaft fordert jetzt Kurzarbeit ja, Entlassungen nein. Das ist die Parole, hinter der sich die große Mehrheit der Beschäftigten in Wiesbaden sammelt. Ein Warnstreik wird durchgeführt. Die Glykorianer marschieren durch Schierstein. Eine Probeabstimmung über die Streikbereitschaft findet statt. Wieder beginnen Verhandlungen mit der Geschäftsleitung. Deren Uneinsichtigkeit wird ein weiteres Mal deutlich. Das Einstellen und Entlassen gehört für sie zum Kernbereich der unternehmerischen Dispositionsfreiheit. Über Interessenausgleich und Sozialplan aber muss sie verhandeln, will aber nicht. Man landet bald vor der Einigungsstelle. Dort geht's auch nicht voran. Thank you.
Den Beschäftigten wird es zu bunt. Wieder versammeln sie sich. Diesmal ist es eine Sprechstunde des Betriebsrates auf dem Hof. Der Konflikt spitzt sich zu. Kann man gegen Entlassungen streiken? Die Frage ist berechtigt, weil das Betriebsverfassungsgesetz durch die Paragraphen 111 und 112 deutlich hervorhebt, dass der Betriebsrat dafür kompetent ist, mit dem Arbeitgeber Interessenausgleich und Sozialplan zu verhandeln. Die Gewerkschaften haben aber schon lange darauf gedrungen, dass parallel dazu auch sie durch Tarifverträge diese Bedingungen regeln können. Und seit dem 6. Dezember 2006 ist das durch eine Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts auch geklärt, dass parallel zu diesen Verhandlungen im Betrieb auch übergeordnete Tarifvertragsverhandlungen stattfinden können. Wenn schon die Entlassungen oder die Schließung eines Betriebes direkt nicht bekämpft werden kann, dann soll wenigstens der Arbeitgeber möglichst viel dafür zahlen. So ist die Idee entstanden, sogenannte Sozialtarifverträge zu machen, das heißt indirekte Beschäftigung dadurch zu sichern, dass die Entlassungen möglichst teuer werden für den Arbeitgeber. Der Vorteil eines Tarifabschlusses ist es, dass man zum einen auch Arbeitsbedingungen regeln kann und mit zur Lösung von Problemen einbringen kann, die ein Betriebsrat gar nicht regeln kann, wie allgemeine Arbeitsbedingungen, die auch über den Betrieb selbst hinaus wirken. Der weitere Vorteil für die Belegschaft ist, dass die Forderungen im Rahmen eines Tarifsozialplans erstreikt werden können. Das heißt, dass ein Arbeitskampf überhaupt möglich wird, um die Forderungen durchzusetzen, was ein Betriebsrat gar nicht kann. Liebe Kollegen der Nachtschicht, ich darf euch zunächst mal recht herzlich begrüßen hier zur Urabstimmung der IG Metall. Wir haben heute den ganzen Tag verhandelt mit der Geschäftsleitung und mit dem Vertreter des Arbeitgeberverbandes. Ein Ergebnis ist nicht erzielt worden. Wir haben auch nichts anderes erwartet. Die Geschäftsleitung muss sich nach wie vor bewegen. Sie will aber mit aller Gewalt im Mai 436 von uns rausschmeißen. Das werden wir uns nicht gefallen lassen. Das ist klar. Deswegen stehen wir auch hier alle gemeinsam und wollen jetzt in die Urabstimmung gehen. Ja-Stimmen. Jawohl! Oh, hey. Wir haben ein Mandat! So, drehen wir uns rum! Ja. Also, das heißt, wann würden Sie loslegen? Kommen Sie morgen früh mal um 6 vorbei, dann schauen wir mal. Mhm. Also ganz offensichtlich darf hier noch nicht wirklich was verraten werden, aber die Zeichen stehen ganz eindeutig auf Streik und das würde bedeuten, dass morgen in der Frühschicht ab 6 Uhr hier alles dicht ist. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, jawohl! Liebe Kolleginnen und Kollegen, worum geht es uns und worum geht es dem Unternehmen? Uns geht es darum, sicherzustellen, dass Auftragsmängel, Auftragseinbrüche in der Metall- und Elektroindustrie
die alle Unternehmen jetzt betreffen, nicht zu Entlassungen führen. Keine Entlassungen in 2009, das ist das Ziel der IG Metall. Wir zahlen nicht die Zeche für die Party, die andere gefeiert haben. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, ich weiß, dass hinter den Fensterscheiben die Juristen mit den spitzen Griffeln darauf warten, dass ich hier sage, wir streiken gegen Kündigungen, damit sie dagegen vorgehen können. Nein, wir streiken hier für die Forderungen, die wir auf unserem heutigen Streikinfo aufgeschrieben haben, nämlich für bessere und höhere Abfindungen, für eine Transfergesellschaft und die weiteren Punkte. Die Streikfront steht. Man richtet sich vor den Toren ein. 7 Tore müssen bewacht werden. Langsam beginnt der Streikalltag. Ein Sportstudio in der Nachbarschaft wird zum Streiklokal. Die Streikposten suchen sich ihren Zeitvertreib und machen sich ihre Gedanken. Yvonne arbeitet im Werkzeugbau und ist seit 13 Jahren im Betrieb. Ja, ich habe Angst um meinen Job. Ich will meinen Job nicht verlieren. 436 Leute sollen entlassen werden und ich bin mit von der Belegschaft und mich kann es natürlich auch treffen. Deswegen bin ich der Meinung, Streiken ist auf jeden Fall richtig. Streik macht durstig und auch hungrig. Die Streiklogistik entwickelt sich. Hallo, Essen! Hier hat Alex seinen Posten. Warst du dafür, dass ihr streikt? Ja, ich war dafür, weil ich halt denke, sowas muss einfach gemacht werden. Ja. Es blieb halt in meinen Augen halt auch keine andere Möglichkeit, als es halt sich so zu wehren und so dagegen vorzugehen, als jetzt diesen Streik zu beginnen. Ja. Und ich war wirklich froh, weil ich halt auch bei der Auszählung dabei gewesen bin, wo dann die Urabstimmung zu Ende war und wir konnten auszählen. Wir hatten dann dieses Ergebnis, das war halt echt so eine Erleichterung, dass es halt jetzt tatsächlich losgeht. Weil es halt auch, glaube ich, ganz wichtig war, denn der Belegschaft halt auch zu sagen, okay, jetzt passiert was. Jetzt fängt es dann halt auch an. Dann tritt die Streikleitung zu einer Sitzung zusammen. Es gibt ein Angstthema, das ist der Streikbruch. Und der hat zwei Richtungen. Streikbrecher, die reingehen, Teile, die rausgeschafft werden. Beides schränkt die ökonomische Wirkung des Streiks ein. Und es gibt eine Erfahrung dazu. 2003, während des Streiks für die Arbeitszeitverkürzung im Osten, wurde Federal Mogul zum Synonym für den Streikbruch auf hohem technischen Niveau. Am Standort Dresden wurden die Streikbrecher per Hubschrauber eingeflogen. Was glaubt ihr denn, was in den letzten Tagen die Geschäftsleitung hier gemacht hat? Die hat sich nicht bewegt, was die 436 betrifft. Aber die hat sich bewegt, was die 166 Kolleginnen und Kollegen, die vorher hier rausgeschmissen worden sind, da hat sie sich bewegt. Jetzt ist sich diese Geschäftsleitung nicht zu schade, über Strohmänner und über Leihfirmen diese geschassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Hause anzurufen und nachzufragen, ob diese bereit sind, für 6 Wochen lang hier als Streikbrecher zu arbeiten. Ja, wir fahren zum Kalibad. Da ist uns mitgeteilt worden, dass heute Morgen der Treffpunkt ist für die Streikbrecher. Das ist der Sammelpunkt, die solle dann in den Bus einsteigen und solle dann ins Werk gefahren werden. Da scheint noch alles ruhig zu sein hier. Ah, da vorne ist ein Bus, gucken wir mal. Nee, kein Bus. Aber sicher ist sicher, wir überlassen nichts dem Zufall. Wir sind in der Lage, innerhalb von einer halben Stunde ganz schlecht einen Lahm zu legen. Ich sag nur zählbar.
Aktion Zebra. Die Autos müssen warten, das ist die Straßenverkehrsordnung. Es darf euch keiner daran hindern, hier über den Zebrastreifen zu gehen, auch wieder zurückzugehen. Es darf euch auch keiner daran hindern, hier auf dem Gehweg zu gehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Pkw. Jetzt in dieser kurzen Zeit. Da vorne gibt es schon einen Stau. So, ihr könnt euch vorstellen, wenn man das so eine Zeit macht und dann wird das ein bisschen, was den Verkehr betrifft, wird es eng. Gestern hatten wir eine Information bekommen, dass hier ein LKW reinfahren will. Deswegen haben wir mal den Spaziergang gemacht über den Zebrastreifen. Da oben ist das Zeichen, ihr habt hier Vorfahrt. Es war ein Lieferant, ein verzweifelter Lieferant, der sein Zeug abliefern wollte und jetzt nicht kann. Er ist auch nicht der Erste. Und dem musste ich halt gerade erklären, dass er wieder rumdrehen muss. Ich wollte eigentlich nur ihr Zeug rauskriegen. Aber Streik ist Streik. Es ist hier friedlich bis zum Anschlag. Und auch da kennen Sie uns doch auch, ja, sozusagen, ja, ja, das sagen wir mal so, es gibt eine kritische Sache und sowas, das dürfen Sie ruhig schreiben und sowas, wenn die hier anfangen, sozusagen Busse mit Streikbrechern reinzuschicken und sowas, dann wissen wir nicht, ob wir das so schön unter Kontrolle halten können, wie das jetzt im Moment der Fall ist. Der zweite Streiktag ist schon richtiger Alltag und auch das Wetter wird gut. Sogar für Unterhaltung ist gesorgt. Also ich kann euch berichten, Endbearbeitung steht, kommerzielles Bundlage steht, Linie steht. MPS steht, TFPV steht, Karl Warnig steht, die komplette Fertigung steht. Es arbeitet keine, außer vier Vorgesetzte. Alles steht still, wenn unser starker Arm es will, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Versorgung klappt. Die Glykokantine ist verpachtet und arbeitet nun auf Rechnung der IG Metall. Nur die Ausgabemodalitäten haben sich leicht verändert. Das Essen wird durchs Fenster nach draußen gereicht. Wir erklären uns uneingeschränkt solidarisch mit euch, unterstützen die Ziele eures Streiks. Die geplanten Entlassungen sind nicht alleine das Problem der Beschäftigten von Federal Mogul. Denn wir wissen, in Wiesbaden hat es in den letzten Jahren einen brutalen industriellen Kahlschlag gegeben. Der Nachmittag bringt eine Überraschung. Auch die Geschäftsführung war nicht untätig. Geschäftsführer Pink heuert einen Advokaten an. Der geht unmittelbar vor Gericht. Dieses fasst in Windeseile einen Beschluss und der wird direkt zugestellt. Fast wie eine Postwurfsendung. Ich bin nicht berechtigt, hier anzurufen. Werde ich auch nicht tun. Auch Glück mal, ich habe das Ding in die Hand genommen, gell? Liegt das hier rum oder was? Was ist denn hier liegen? Ja, ich sagte, ob ich der Herr Mateika bin. Er wäre ein Gerichtsvollzieher. Ja. Er wollte mir das aushalten. Ich bin dran, Streikleiter. Ja, ich bin auch. Jetzt wird es schwierig. Die Geschäftsführung hat eine einstweilige Verfügung gegen uns beantragt, wo wir Streikbrecher reinlassen sollen. Das ist das eine Thema. Hui!
Das zweite Thema ist, wir sollen Fahrzeuge reinlassen, also auch die befürchteten Aktionen, um hier Teile abzuholen, sollen wir zulassen. Freitag ist der dritte Streiktag. Die Streikenden bereiten sich auf alle Eventualitäten vor. Die Tore bleiben geschlossen, die Produktion steht. Das Bilden einer Gasse für die Zufahrt wird geübt. Links und rechts einfach 3 Meter frei halten, nicht so viel. Nicht so viel, 3 Meter. Ja? So, ja, so sieht es schon gut aus. Während an Tor 1 das Bilden einer Gasse geübt wird, ist an Tor 2 schon ein Lieferwagen vorgefahren. Die Geschäftsleitung will die einstweilige Verfügung sofort anwenden. Die Streikenden räumen zwar ihre Blockade, aber warum kann der Fahrer trotzdem nicht den Gang einlegen? Wir werden ungewollt gefilmt und fotografiert. Das wollen wir nicht. So, seit wann ist denn der Fotograf da? Der steht schon eine halbe Stunde oben. Ah, ja gut, ich bin jetzt eine halbe Stunde hier. Ich habe ihn gleich entdeckt. Aha. Du hast ihn entdeckt? Ich habe ihn entdeckt und habe das dem Michael gesagt. Wir wollten ja die Blockade wegmachen. Wir wollen ja keinen behindern, der da reingeht. Und in dem Moment habe ich gemerkt, dass wir da oben gefilmt werden. Habe ich dem Michael gleich Bescheid gesagt. Und dementsprechend haben wir jetzt Schritte unternommen, haben die Polizei gerufen. Ja, damit wir unsere zivilrechtlichen Ansprüche entsprechend einklagen können, gehen die Kollegen von der Polizei jetzt mit dem Volker hoch. Kollege, da oben kannst du mal kurz zuhören, das geht jetzt nämlich dich an. Ja? Du kriegst gleich Besuch. Ja? Die Polizei wird dich nicht verhaften, keine Angst. Ja? Sondern die werden nur ausschließlich deine Personalien feststellen. Ja? Solange die Angelegenheit mit der Kamera nicht geklärt ist, kann der Lieferwagen nicht weiterfahren. Mit ihrer Kameraüberwachung hat sich die Geschäftsleitung selbst blockiert. Erst als die Kamera abgeschaltet ist, darf der Lieferwagen seine Fahrt zum Lager fortsetzen. Aber vorher wird noch schnell kontrolliert, was drin ist. Keiner drin, ist leer. Okay. Ist leer. Ja, ist leer. Ja. Safe. Safe. Vorsicht, langsam! Langsam! Jetzt muss der begleitende leitende Angestellte wohl beim Beladen helfen. Als er herausfährt, bekommt er seinen Applaus vor laufender Kamera. Die Kontrolle mit Hilfe von Kameras scheint bei den Glyko-Unternehmensführungen in den Genen zu stecken. Wir schreiben das Jahr 1984. Die IG Metall streikte für die 35-Stunden-Woche. Die Glykorianer waren 6 lange Wochen ausgesperrt. Auch damals wurde eine Kamera entdeckt. Schon einmal musste eine Geschäftsführung ihre Filmaufnahmen herausgeben. Wir haben für Montag 15 Uhr ja, einen Gerichtstermin. Ja, wir haben ja Widerspruch eingelegt gegen diese Scheiße hier da. Ich bin mal sehr gespannt, ob die dann anfangen, diese Aktion dann versuchen gegen uns zu verwenden. Aber ich sage euch ganz offen, ja, wir werden nur erfolgreich sein, wenn wir das schaffen, durch solche schwierigen Situationen durchzukommen. Und zwar mit einem geraden Kreuz. Das ist das Allerwichtigste. Nun ist zu befürchten, dass die Geschäftsleitung an der Eskalationsschraube dreht. Mit der vorschnellen einstweiligen Verfügung haben sich dort die Scharfmacher durchgesetzt. Wie soll jetzt der Streikbruch verhindert werden? In der Diskussion sind die Blockade der Streikbrecherbusse schon am Sammelplatz oder die weiträumige Verkehrsbehinderung um das Werk herum. Aber wir haben da Abstand genommen und haben folgenden Weg eingeschlagen. Ich habe in Absprache hier mit der Verhandlungskommission den Pink angerufen und habe ihm um ein Gespräch gebeten, 10 Minuten Gespräch, Auge um Auge.
Ich habe zunächst mal gesagt, dass wir genauestens informiert sind über die Planung von Ihnen, was die Streikbrecher betrifft, und dass wir Gegenmaßnahmen getroffen haben, um das zu verhindern, unabhängig von dem, was beim Arbeitsgericht gelaufen ist. Ich habe ihm gesagt, das bekommt jeder den freien Zugang, aber es ist die Frage, ob das überhaupt so weit kommt, dass ich überhaupt noch einen freien Zugang kriege. Denn bei so einer Eskalation, die Sie jetzt hier vorbereiten, können wir auch nicht mehr garantieren, dass die Sicherheit von allen gewährleistet ist. Ich habe gesagt, ich habe bis jetzt immer eine Kappe aufgehabt, aber morgen ziehe ich den Helm auf. Er war offensichtlich auch ein bisschen beeindruckt über die genauen Informationen, die wir hatten. Und ich habe ihm gesagt, hören Sie zu, ich mache Ihnen folgenden Vorschlag. Sie verzichten auf die Schweinenummer morgen. Sie veranlasse, dass morgen früh keiner hier weder mit dem Bus noch zu Fuß vorgeht, um in den Betrieb reinzukommen. Und wir werden dafür Folgendes machen. Wir werden uns morgen den Vorschlag durch den Einigungsstellenvorsitzenden anhören, wenn wir auch von der Gegenseite signalisiert bekommen, dass das ein Vorschlag ist, den auch die Gegenseite gehen kann, dass wir dann letztendlich entscheiden in der Streikleitersitzung, wie lang der Streik dauert oder ob er ausgesetzt wird. Die Entscheidung, ob der Streik ausgesetzt wird, treffen wir. Der Streikbruch ist in einem ersten Kompromiss verhindert worden. Der Kompromiss für das Streikende muss noch gefunden werden, und zwar schnell. Denn die Abnehmer der Teile aus Wiesbaden machen Druck. Wir haben einen Anruf von der Streikleitung bekommen, dass der Arbeitskampf jetzt beginnen wird. Uns wurde mitgeteilt, welche Teile von betroffen sind. Dann haben wir sofort gegengescheckt, weil wir ja auch dieses Arbeitskampfinformationssystem füttern müssen. Sind das Teile, die für uns eine Rolle spielen? Haben wir festgestellt, jawohl. Dann hatte ich den Betriebsratsvorsitzenden angerufen und habe gesagt, mach sofort einen Termin mit der Geschäftsleitung. Wir müssen denen mitteilen, dass denen hier Bandabriss droht, dass innerhalb von weniger Tage keine Motoren mehr kommen werden, auch andere Teile nicht mehr gebaut werden können. Also die Geschäftsführung war wie elektrisiert, weil sie wussten, wenn der Arbeitskampf beginnt, die Lagerschalen nicht mehr an MAN geliefert werden, dass sofort das Motorenwerk Nürnberg zum Stehen kommt und spätestens einen Tag später München, Krakau, Salzgitter, Wien, alle anderen Herstellerwerke auch zum Stehen kommen, und das wird einen enormen Schaden für MAN verursacht. In dem speziellen Falle war es so, dass wir aus Frankfurt das Signal bekommen haben, wir stehen kurz vor einem Arbeitskampf. Das Unternehmen möchte sich mit der Belegschaft nicht einigen. Das ist ein ordentlicher Betrieb mit einer ordentlichen Organisationsgrad bei der IG Metall. Könnt ihr uns helfen? Und die Überlegung ging genau dahin, dass wir sagen, okay, wir werden mit dem Beschaffungsvorstand sprechen, dem sagen, dort gibt es ein Unternehmen, das sich nicht einigen will mit einer Belegschaft, die entsprechende Vorstellungen hat. In dem Falle ging es um die Kurzarbeit, um eine Kurzarbeiterregelung. Nehmt auf sie Einfluss, ansonsten werden wir abreißen. Und der Vorstand war in dem Falle natürlich dankbar für den Hinweis und hat anscheinend ja mit dem Management und Federer Mogul diskutiert und hat gesagt, wenn es zum allerletzten Punkt kommt, wenn wir abreißen, dann werden wir Konsequenzen daraus ziehen und euch die Teile wegnehmen. Das zweite große Angstthema in diesem Streik sind die Folgen der Fernwirkung. Wird es zu schaffen sein, die Geschäftsleitung zum Einlenken zu zwingen, bevor andere mittelbar von der Streikwirkung betroffen sind? Die Gleitlager von Glyko sind unverzichtbare Bestandteile der Verbrennungsmotoren. Ohne Gleitlager kein Motor, ohne Motor kein Kraftfahrzeug. Die Lieferbeziehungen in der Automobilindustrie sind eng geknüpft und schnell getaktet. Hier kann alles eine Störung sein, vor allem aber ein Streik. Und den Streikenden soll dann die Schuld in die Schuhe geschoben werden. Falsch. Das Risiko des Bandabrisses ist ein Unternehmerrisiko.
Und das Risiko ist bekannt gewesen, als man das Streikrecht garantiert hat im Grundgesetz. Das heißt, die Störungen, die von einem Streik ausgehen, nicht nur in den betroffenen Betrieb, sondern auch in den Abnehmerbetrieben oder den Lieferbetrieben, die sind sozusagen gesellschaftlich akzeptiert und die muss man auch beim Streik akzeptieren. Die Fernwirkung des einzelbetrieblichen Streiks im industriellen Netzwerk muss aber genau geklärt werden, denn die Beschäftigten in den Abnehmerbetrieben könnten ebenfalls schnell zu Leidtragenden werden. Keine Teile, keine Produktion. Was wird dann aus dem Entgelt? Ist das dann kalte Aussperrung? Bei Federal Mogul war das insofern anders, da es ja keinen allgemeinen Streik gab, sondern es gab nur einen Streik gegen die Firma Federal Mogul in Wiesbaden. In diesen Fällen hätten die Arbeitnehmer der mittelbar betroffenen Betriebe, der Abnehmerbetriebe, hätten die entweder Lohn von ihrem Arbeitgeber oder zumindest Kurzarbeitergeld von der Bundesagentur für Arbeit bekommen. Also diese Gefahr der kalten Aussperrung ohne Lohn und ohne Kurzarbeitergeld dazustehen, war im Fall des Streiks bei Federal Mogul nicht gegeben. Der Streik in Wiesbaden ist also kein Flächenstreik. Und in keinem anderen Betrieb der Lieferkette ist eine gleichlautende Tarifforderung erhoben worden. Dennoch, die Fernwirkungsfolgen müssen analysiert werden, um sie zu kontrollieren. Und die Informationsrechte des Betriebsrates reichen dazu auch aus. Heißt im Klartext, der Betriebsrat muss da am Ball sein, muss wissen, wie die Liefer- und Leistungsprogramme laufen, wenn sich so eine Auseinandersetzung abzeichnet, die etwas mit Fernwirkung zu tun hat. Na, wir haben ja schon den Druck der Kunden gesucht und die Betriebsräte und die Verwaltungsstellen dort beim Endkunden, also bei den Automobilherstellern, haben uns enorm geholfen. Am letzten Streiktag war es so, dass die Einkaufschefs im 5-Minuten-Takt angerufen haben, wo das Zeug bleibt. Also das war durchaus beabsichtigt, aber wir haben die Nadel genau so tief reingetrieben, dass es eben gerade noch nicht zu einem Bandstillstand eben gekommen ist. Und das war die Taktik an der Stelle, ja, den Kompromiss eben dann zu suchen, wenn der Druckpunkt am größten ist. So, kurz Arbeit. Ja? Ja. Entlassungen nein? Entlassungen nein! Kurzarbeit ja! Entlassungen nein! Kurzarbeit ja! Entlassungen nein! Der Streik ist dann auch tatsächlich mit der Nachtschicht am Freitag unterbrochen worden. Am Samstag gab es ein großes Familienfest. Montag wurde gearbeitet. An diesem Tag mussten die Streikleiter vor Gericht. Alfred, bist du bereit, mit uns zu sprechen? Nur mit Anwalt. Silvia, komm, du musst mir helfen. Ich mache keine Aussage mehr ohne Anwalt. Das Problem an der Sache war, dass aus unserer Sicht die Antragsschrift nicht dargelegt hat, dass es überhaupt zu Streikblockaden, zu Blockaden gab. Also es wollte niemand ins Werk. Von daher konnte es gar nicht zu Blockaden kommen. Und das zweite Problem war, dass das Gericht ohne mündliche Verhandlung entschieden hat. Und die haben wir jetzt beantragt. Letztendlich, sag ich mal, fand ich es erstmal ein gutes Signal des Gerichtes, dass es so schnell terminiert hat. Ja, das ist ja eine Unverschämtheit, dass man da nicht mal gehört wird. Übereinstimmt das auch mit eurem Terminplan, dass jetzt der Spruch verschoben ist und erstmal Verhandlungen angesetzt sind?
Ja, wir haben ja dahingehend eine neue Situation, dass der Einigungsstellenvorsitzende uns vorhin gerade mitgeteilt hat, dass er darum bittet, dass wir morgen um 7 nochmal an den Tisch kommen. Ja, das werden wir selbstverständlich tun. Am Dienstag tritt die Frühschicht wieder in den Streik. Wie geplant findet die nächste Verhandlung in der Personalabteilung statt. Der Einigungsstellenvorsitzende hat zur nächsten Runde gebeten. Drinnen ist schlechte Stimmung, draußen regnet es. Alle Nichtmitglieder der IG Metall bitte das Fenster schließen. Wir haben wahrscheinlich eine Lösung gefunden, die noch nicht aufgeschrieben ist. Aber das sieht wirklich jetzt so aus, dass es möglich ist, die Gegensätze zu überwinden. In den letzten 2 Stunden war es nochmal richtig haarig, weil wir den Eindruck hatten, dass gemauert wird auf der Arbeitgeberseite. Es ist auch gelungen, diese Mauer zu durchbrechen. Und ich kann euch eins sagen, Kolleginnen und Kollegen, das war ausschließlich deswegen möglich, weil dieser Streik gestanden hat. Und darauf, Kolleginnen und Kollegen, bin ich wahnsinnig stolz. Also ich gehe gerne hierher und ich arbeite auch gerne mit den Leuten zusammen, weil es halt wirklich so ist, man kann sich halt auf die Leute verlassen. Ne? Also wir können uns gegenseitig helfen und das ist halt einfach dann wie eine Freundschaft. Ne? Der Kompromiss ist ein komplexer Gegenstand geworden. Ein neuer Interessenausgleich und Sozialplan regelt wichtige Eckpunkte. Es werden 120 Aufhebungsverträge angeboten. Kommen diese Verträge nicht zustande, folgen Kündigungen. 80 ältere Arbeitnehmer können im Programm 50+ mit einer betrieblichen Zusatzregelung freiwillig ausscheiden. Die Kurzarbeit wird um 1 Jahr verlängert. Das Kurzarbeitergeld wird aufgestockt. 200 Kündigungen werden vermieden. Eine Transfergesellschaft wird eingerichtet. Der Sozialplan wird aufgestockt. Durch diesen Kompromiss sind 200 Beschäftigungsverhältnisse gesichert worden. Dennoch fließen bald Tränen und Wut staut sich auf. Als die Namen dann bekannt wurde, wer letztendlich entlassen wird, die Leute dann auch aus der Abteilung hochgeholt worden sind in die Personalabteilung, ist jedem erst mal ganz konkret bewusst geworden, was da eigentlich dahinter steckt. Ja. Die Zahl 200 ist eine Zahl, die 200 und die 436 ist eine Zahl, aber es ist in jeder Arbeitsplatz hat ein Gesicht und die Gesichter sind dann auf einmal da gewesen für die Belegschaft. Das Unternehmen wollte die Massenentlassungen. Betriebsrat und IG Metall stellten sich dagegen. Das Streikziel war die drastische Reduzierung der Entlassungsabsichten. Das wurde erreicht. Mehr als die Hälfte der bedrohten Arbeitsverhältnisse ist gerettet. Die Geschäftsleitung hat dann schnell durchgerechnet, dass das für sie keine billige Lösung ist. Am Mittwoch wird wieder gearbeitet. Die IG Metall bereitet die 2. Urabstimmung vor und der Betriebsrat lädt zu einer Betriebsversammlung. Diesmal war es eine ganz freie Entscheidung. Eine freie Entscheidung, die der überwiegende Teil der Belegschaft hier getroffen hat. Die freie Entscheidung zu streiken für die Forderung der IG Metall. Und das ist auch ein Erlebnis, ein Gefühl, das uns keiner mehr nehmen kann. Wir haben eins gelernt, was wir immer gesagt haben, aber was wir praktisch jetzt bewiesen haben. Nur wer kämpft, kann gewinnen. Wer nicht kämpft, der hat schon verloren. Ich danke euch für die Aufmerksamkeit. Nur Stunden nach der 2. Urabstimmung legt die Geschäftsleitung dann eine Kündigungsliste mit 120 Namen vor. Den Beschäftigten wurde also kaum Zeit zum Nachdenken gelassen.
Die Entscheidungen für die Annahme eines Aufhebungsvertrages mussten innerhalb von 48 Stunden fallen. Das Programm 50 Plus hat die Geschäftsleitung bald unterlaufen. Nach dem 25. Vertrag hat sie keinen weiteren mehr abgeschlossen. Denn jeder dieser Verträge kostete sie mehr als 100.000 Euro. In der Belegschaft geht die Diskussion jetzt richtig los. Man merkt diese angespannte Stimmung einfach, die ist da. Und man versucht dann schon zu überlegen, was ist, wenn der jetzt weg ist, dann fehlt uns da ja ein Mann. Und man redet eigentlich den ganzen Tag nur darüber. Es gibt gar kein anderes Thema mehr als das. Und auf einer Seite ist das schon ein bisschen schlimm, weil das Privatleben leidet drunter, das Arbeitsklima leidet drunter, die Nerven auch. Ja. Und immer wieder diese Frage, hat der Streik überhaupt etwas gebracht? Wenn wir da nicht 4 Tage gestreikt hätten, dann hätten wir uns hier nicht über 200 Unterhalte, sondern über 436. Und für diese anderen 200 ist mindestens ein Jahr der Arbeitsplatz hier erhalten geblieben. Nach dem Streik ist vor dem nächsten Konflikt. Am Verhandlungstisch zwischen Kapital und Arbeit gibt es nur schwierige Kompromisse.